Hallihallo zu einer neuen Aufnahme von Read Legend. Ich habe ein Event gefahren beim Driften, das hat 50% jetzt hier frei. War anstrengend, ich habe sogar sehr gut geschafft, aber ich habe jetzt keine Lust da noch mehr Kraft und. Weil das Driften ist wirklich anstrengend, finde ich. Du driftest, du hast unten so eine Anzeige, grün ist okay, der ist zwar in grün, aber der zielt nicht und oh, das ist. Ne. Aber ich kann euch mal dann hier eine Frequenz reinschalten, was ich gesagt hatte, irgendwo, dass ich das mal so vielleicht mal reinmachen soll, weil ich habe nebenbei noch was geguckt und dann habe ich das auch, wo ich das schön geschafft habe. Ich habe aber nur ein Rennen gemacht, aufgenommen. Das andere habe ich ja aus Versehen übersprungen und ja. Wollte da auch hier noch mal ein bisschen live gehen und ein bisschen was aufnehmen. Aber das werde ich jetzt mal eben hier mal einspielen. Wir können das andere hier auch nochmal machen, ne, damit wir mal wieder was anderes haben. Und dann würde ich euch bitten, wollen wir diesen Wagen hier weiterfahren oder halt
diesen hier kaufen. Der soll hinten ein bisschen besser sein. Das wäre vielleicht auch nicht verkehrt, dass der hinten ein bisschen besser ist. Und Bremskraft. Hier kann man gar nichts machen bei denen. Ja doch, Lackierung kann man hier machen. Okay, gut. Das geht bei denen hier. Aber man kann den leider nicht noch mehr tunen. Bisschen mehr Leistung wäre auch vielleicht nicht verkehrt. Naja. Das so dazu. Aber wir wollen jetzt hier weitermachen. Und zwar weiß ich gar nicht, wo wir aufgehört haben hier. Nicht, dass wir jetzt zu viele Sachen... Ich glaube, wir waren hier, ne? Jetzt ist nur die Frage... Welchen wollen wir? Wollen wir wirklich den hier fahren? Ich habe jetzt auch herausgefunden oder gesehen, dass wir den Camaro schon mal gefahren sind. Das habe ich schon gekauft. Habe ich auch schon hier eingebaut? Okay. Bremskraft. Okay. Dann würde ich sagen, wir fahren den einfach mal. Jetzt habe ich da auf. Okay, fahren wir jetzt 3 Rennen, glaube ich, wieder, ne? Ich wollte eigentlich gucken, wie viele Kilometer wir noch brauchen. Aber 3 Rennen hintereinander ist ja auch immer irgendwie immer ein bisschen interessanter als eine 2 oder so. Dann ist es so. Aber wie gesagt, das ist halt das, was ich hier so bei Rennspielen halt ein bisschen doof finde. Erst recht, wenn man was freischalten möchte, muss. Gut, wenn man das immer eine oder dieselbe Strecke ist oder so, ja gut. Aber bei Kilometern, also bei so Fahrstrecken, ist das halt schon ein bisschen doof, finde ich. Gleich geht es los mit der ersten Runde. Naja. Womit rechnest du? Moment. Okay, dann fahren wir 3 Rennen und dann hat das schöne Finale und dann sind wir weiter. Oh. So, dann fahren wir schön bei Regen hier in Havanna, also in Havanna regnet das auch. Bei uns hier. Oh. Entschuldigung. War nicht mit Absicht. Leicht außer Kontrolle hier alles. Boah, lass mich doch mal vorbei, bitte. Fahren wir innen lang, ne? Ja, ich bin hier auch noch. Kann es nicht sein, dass du mich nicht gesehen hast. Das war ja schön gemacht. Oh, das war ich jetzt. Entschuldigung. 12. sind wir. Oh, Entschuldigung. Bisschen spät eingelenkt. Oh. Gutes Tempo. Mach in Runde 2 ein paar Plätze gut. Gutes Tempo. Okay. Wenn ihr das meint, dass das schon ein gutes Tempo war. Ich fand das jetzt nicht so gut, aber okay, gut. Vielleicht wollte er mich auch nur motivieren. Auf die Karte geguckt, unser Teamkollege ist. Warum eigentlich so weit nach außen hier? Aber wir haben ja noch ja, 1,5 Runden. Zum nächsten 9. Machen die anderen auch. Zum Schieben, vielleicht können wir dann besser vorbei, aber ich glaube nicht.
Mal einen Versuch, was hier wird. So. Warum? Oh. Ach doch. Ah, die sind schnell geworden, irgendwie. Nein! Warum rutscht der nach außen? Scheiße hier! Aber wie gesagt, wie gut, dass wir hier keine Platzierung mehr brauchen. Wir brauchen ja nur Reichweite, sagen wir mal so. Wir sind innen! Sie sehen, dass man da lang kommt. Ja, wir sind 15 nur gewohnt. Schade. Naja. Okay. Wie viel brauchen wir denn noch? 34, 26 Kilometer. Okay, das ist auch einiges. Und dann würde ich sagen. Nein! Ich bin so unkonzentriert. Gleich geht es los mit der ersten Runde. Nein, was möchtest du heute? Bei einem Eröffnungsrennen gibt es. Mann! Ich bin gerade so voll unkonzentriert. Warum auch immer? Ich weiß es nicht. Ich wollte nicht auf A drücken, dann habe ich auf X gedrückt und X ist Wiederholung. Aber ich wollte mir die Wiederholung angucken und nicht das Rennen wiederholen. Naja, wir brauchen ja noch ein paar Kilometer, ne, für die nächste Stufe freizuschalten. Oh. Da war nämlich so ein schönes, geiles Thumbnail bestimmt, wo da so quer drin stand. Das eine Mal da in der letzten Runde. Aber jetzt sind wir zumindest schon mal besser hier. So. Oh, wir sind sehr gut die Kurve genommen. Also eng. Nur weil du Fahrfehler machst. Lass dich nicht aus dem Rennen werfen. Ja, einer dreht sich da auf freier Fläche hier. Aber wir sind Dritter jetzt hier. Nach der ersten Runde bist du auf dem Trip. Das ist auch schon mal toll. Ich hab schon mal, zumindest schon wieder ein bisschen mehr Geld. Hier zu fahren. Versuch. So. Wir sind dran. Ich frage es nur, ob wir den anderen überholen können. Also wahrscheinlich in der nächsten Runde, aber vielleicht schaffen wir das auch schon in dieser Runde. Wir haben es geschafft! Okay, die letzte Rundenzeit betrug 1,11,8. 1,11.
Minuten auf Sekunde. Und 800 Hundertstel. Lange hätten wir den noch überholen können, ja? Also gut überholen können. Die Kilometer hier hin und her wackeln, Alter. Huh. Aber im Regen sind ja auch nicht so viele schöne 8 Kilometer. Okay. Jetzt machen wir hier weiter. Ich kriege nochmal meinen Eiskaffee oben. Ich weiß nicht, ob ich das so gut geschnitten habe die letzten Male. Müsst ihr mal selber sagen. Ob das gut ist oder nicht gut ist oder. Hallo an alle im Publikum. Lasst uns mal mit einem Riesenapplaus in. Nein, wollen wir nicht. Wir wollen vorwärts kommen hier. Okay. Das ist natürlich der letzte. Aber das macht ja nichts, denn wir fliegen uns gerne durchs Feld. Ja. Wenn ich jetzt eine rote Zeit kriege, wollte ich schon sagen. Oh. Ja, ist leicht in den Heck gegangen eben. Oh, Entschuldigung, jetzt hier mal durch. Ich bin ja nochmal durch. Danke. Jo, wackeln mal schön. Ja, wenn wir nämlich innen sind, können wir hier nicht schön entlang fahren. Dann können wir hier außen. Außen ist auch nicht verkehrt, dann kann man auch das schneller fahren. Ups, Entschuldigung! Du bist in der Mitte des Feldes und kommst in Runde 2. In der Mitte des Feldes sind wir. Leichter Drift, also kurz vorm Drift, würde ich sagen. Teamkollege, hallo! Das war jetzt ein Drift. Ach ja, Drift sollen wir ja auch machen, wenn wir so gerade ein. Oh. Auch ein bisschen viel, Entschuldigung. Aber hier sind, die sind immer so dicht. Du bist in Runde 3. Mach ein paar Sätze gut. Das war jetzt ein bisschen mit Absicht. Nicht viel mit Absicht, aber ein bisschen. Der hat eigentlich hat er keine Kraft zum Driften. Oh. Wie gesagt, ne, wir brauchen jetzt hier keine großartige Platzierung. Ne. Wir brauchen hier nur. Oh. Ups, sehr gut abgekürzt, aber keine rote Zeit. Wir brauchen hier ja nur Kilometer. Kilometer für Kilometer.
Das Hälfte. Ist die letzte Runde. Lass uns etwas an Boden gut machen. Ja, machen wir. Oh, hallo. Guten Tag. Eben alle ausbremsen. Das sind 9. Okay. 9. ist gut, weil dann kriegen wir Punkte. Also ab 10. Platz, glaube ich, kriegen wir Punkte. Ja, eben war ein bisschen Spielerei, aber das war halt auch eine Herausforderung oder eine Aufgabe von den. Wer heißt jetzt? Von den Sponsor. Können gleich mal gucken, wie das war. Wie das war. Wie, ja. Oder nicht? Meter driften. Und sie könnten in der Luft. Ich habe das nicht wieder umgestellt. Mal so aufgefallen gerade eben. 6 Kilometer im 112. Naja, egal. Sagen wir, dass das egal ist. So. Havanna. In Havanna. Ja. Komm. Los. Jetzt. Eigentlich. Letzte und entscheidende Runde. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt was bringen wird, tut. Also dieses viel Gas geben am Rennstart. Am Rennstart, nicht im, am Rennstart. Guten Tag, was ist die denn hier? Oh, Entschuldigung. Oh. Wird mal von vorne, von hinten geschoben hier. Vor allem von vorne geschoben. Oh. Meine Nase juckt, ihr kitzelt. Abbremsen muss er auch nicht. Wenn er fast in, keine Ahnung, schnell lang fährt. Ja, bremst dann noch mehr, meine Güte! Manni. Wir wollen doch nach vorne kommen, oder nicht? Ist das dein Ernst? Bremst doch nicht! Gib Gummi! Meine Idee! Warum bremsen die immer so stark runter? Oh. Diese Sendecast-Typen, die können auch nicht mehr fahren. Junge, Junge, Junge. War so gut vorne, ey. Oh. Sind wir da vorne hochgekommen oder was? Muss man eigentlich mal in der Wiederholung anschauen, ey. Wir sind wieder dran, wir können wieder mitspielen da vorne. Guten Tag, Leute. Letzte Runde. Lass uns aus der Mitte rauskommen. Ich bin da erstmal rangekommen, Alter. Statt da zu sagen, super, dass du wieder rangekommen bist. Kannst du da ein paar Plätze gut machen? Nö.
dran vorbeigezischt, Alter. Aber wenn die hier mal ein bisschen Platz machen würden, dann könnte man auch dran vorbeikommen. Ein schöner Gesprächspartner, würde ich sagen. Nein! Yo, mach zu, du Arschloch! Entschuldigung, darf man nicht sagen. Mann, was ist hier denn los, ey? Gibt's ja gar nicht. Doch, bei Otto. Wir haben da aber irgendwas abgeschlossen. Aber okay, gut. Ja, ist ja okay. Dass man das mal hört, so blöd. Level 53. Nur 5 Kilometer, ey. Ist doch nicht wahr.